Hallo und willkommen zurück in Conan Exiles zu einem neuen Tag, einem neuen Morgen. Wir waren letztes Mal oben im Schneegebiet und haben da in diesem Cave hier schwarzes Blut geholt. Und dann habe ich festgestellt, dass wir noch viel mehr brauchen, um die weiteren Upgrades für die Zauberei zu machen. Und jetzt habe ich aus der Quelle Vertrau mir Bruder eine Walla-Garantie bekommen, dass hier noch mehr Caves dieser Art sind, wo sich die Fledermaus-Geier aufhalten. Und da werden wir heute hingehen, damit wir nicht wieder in dasselbe Cave müssen. Ich hatte probiert, meinen Helm zu verändern, da es ja Beschwerden gab, dass der gar nicht so gut aussieht. Ich finde das eigentlich, diesen Skyrim-Helm, ganz lustig. Aber ich habe ja auch aus dem Battle Pass diese Augenklappe bekommen. Und die wollte ich eigentlich mal ausprobieren. Dann können wir die hier zu einer Samurai-Piratin machen. Kennt man ja. So, dazu muss ich allerdings den Helm erstmal komplett reparieren. Denn du kannst nur vollständig reparierte Gegenstände verändern optisch. Durch das neue System. Jetzt ist das Problem, ich brauche dafür ein legendäres Rüstungsreparatur-Kit. Und wie man das normalerweise baut, ist, man macht einen Rüstungsmacher, Meister, mit dem Hammer hier in die Kesselflicker-Werkbank und dann schaltet er eigentlich das Rezept für das legendäre Rüstungsreparatur-Kit frei. Genauso wie es auch mit dem Schmied mit dem Hammer funktioniert. Hier, ich kann das wechseln. Dann ist der Bauplan für das legendäre Waffenreparatur-Kit frei. Wenn ich es aber wechsle, dann kommt hier nicht das legendäre Rüstungsreparatur-Kit, sondern nur das meisterhafte. Was mich gerade ein bisschen verwirrt. Allerdings fällt mir gerade was ein. Vielleicht habe ich das noch gar nicht freigeschaltet. Das könnte natürlich sein. Nee, die sind alle freigeschaltet. Also daran kann es nicht liegen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man im Moment an das legendäre Rüstungsreparatur-Kit rankommt. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Denn wenn man das Conan-Wiki aufmacht, dann steht da, dass es genau so funktionieren soll. Rüstungsmacher mit Hammer rein und dann sollte das frei sein. Kommt aber nicht, ich kann nur das meisterhafte Rüstungsrep. Also wenn ihr wisst, wie das funktioniert, bitte lasst es mich wissen, damit ich doch eine Chance habe, diesen Helm zu verändern. Ansonsten habe ich nur den Weg, den neu zu bauen. So, soll jetzt aber erstmal nicht stören. Ich habe hier ein bisschen Schleimsuppe gemacht. Und den Skin, den kann ich auch erstmal hier lassen. So, dann suchen wir uns jetzt jemanden, der uns heute begleitet, beziehungsweise zwei Personen. Einerseits will ich natürlich jemanden mit viel Damage haben. Das sollte der Berserker sein. Der müsste hier rumstehen. Der braucht auf jeden Fall Essen. Ist Stufe 17, da können wir noch ein bisschen weiter leveln. Und dann nehme ich vielleicht noch die Tänzerin mit. Die kann auch noch weiter leveln, damit wir die hier mal so Richtung 20 bekommen und dann wieder neue zu leveln anfangen können. So, die ist sogar Stufe 16, ne? Was hat sie eigentlich bekommen? Ah, minus Vitalität war es. Ja, das war nicht so gut. Wenn die ihren dritten Punkt freigeschaltet hat, dann würde ich sie nochmal mit diesem Trank ein paar Mal rerollen, bis da Gutes bei rauskommt. So, jetzt haben wir unser Team aufgestellt. Braucht noch mein Pferd. Und dann können wir eigentlich auch los. Habe ich noch ein Waffenreparaturkit? Ja. Dann kann ich nämlich mein Schwert auch mal reparieren. Teleportieren wir wieder zur Brücke. Und laufen am Wasser lang. Und dann auf dem Rückweg würde ich nochmal gerne ein paar Herzen von einem Nordheimer mitnehmen, die wir dann in dieser Höhle mal umtauschen können, denn ich habe auch noch welche zu Hause. Und hier ist schon wieder dieses Event. Das will ich jetzt aber nicht nochmal machen. Auch wenn es gutes Loot gab. Aber wir haben heute keine Zeit. Wir haben wichtige Aufgaben zu erledigen. Und wenn wir hier wieder zurückkommen, muss ich erstmal noch Hexenfeuerpulver bauen. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Hätte ich jetzt mal Feuer anstarten können. Naja. Wollte ja sowieso noch zu der Höhle runter. Zu Hanuman oder wie er heißt. Dann kann das in der Zwischenzeit craften. Boah, ich freue mich schon richtig, wenn ich die Möglichkeit habe, überall diese Teleporter aufzustellen. Ich hoffe, die sind vom Bauen ja nicht so teuer, dass man da mal wirklich so an 3, 4, 5 wichtigen Stellen auf der Map die Teleporter hinstellen kann. Das wäre echt cool. Oh, das hier sieht doch nach einem richtigen Weg aus. Oh, und da steht auch schon einer von den Kandidaten und hampelt irgendwie rum. Oh. Na denn, auf geht's. Ich hoffe, ich sehe diesmal die Energiebalken, auch bei den Bossen. Boah, das ärgert mich immer noch, dass ich die gestern nicht gesehen habe. Weiß auch nicht, was man da machen kann. So, weg mit dir. Tschüss. Huch. Oh, da kommt ja noch einer. Und noch einer. Na denn? Au.
So, Vogelkreaturen besiegen habe ich übrigens auch für den Battle Pass. Also kann man hier gleich Synergie nutzen. Das kriege ich denn ja eigentlich raus. Federn und Wildfleisch? Ah, langweilig. Was sind das? Was war denn das gerade für ein Geräusch? Alter. Die Kopfhörer vibriert, wie sie nichts Gutes. Na gut, man kriegt immerhin Dämonenblut ein bisschen raus aus denen. So, dann machen wir mal Licht. Und wir sind in der Steinschlosshöhle. Alles klar. Dann suchen wir mal den Boss, der hier das schwarze Blut geben sollte. Hoffe, das ist nicht so eine große Höhle. Will ja eigentlich nur den Boss und mich nicht hier mit seinen Schergen rumschlagen den ganzen Tag. Ah, mach kaputt. Ja, so geht's. Boah, die ganzen Federn. Weg damit. Und die nächsten Kandidaten. Oh ja, da steht sogar ein Boss unten im Steinkreis. Na los, Berserker, greif an. Worauf wartest du? Au. So, und dann geht's weiter zum Boss. Und ich kann den Energiebalken sehen. Was für ein Segen. Ah, da ist ja immer noch einer von denen. Nein! Au. Der haut ja zu. Boah, ich krieg hier wirklich hinten was ab. Das ist ja ärgerlich. Ja, kostet mich einfach zu viel Heiltränke, da mitzumischen. Ist auch gesagt wurde, dass ich die Follower heilen kann, indem ich denen Heiltränke gebe. Aber das bringt ja so gut wie gar nichts. Also da ist ja jetzt gar nichts passiert am Energiebalken. Das ist ja komplette Verschwendung. So, jetzt gib mir bitte 200 schwarzes Blut, das wäre gut. Oh, hier ist sogar noch was drin. Ah ja, 40. Würde schon reichen, wir haben ja schon 17 und brauchen nur 50. Jetzt ist nur die Frage, ach hier ist die Kiste, die habe ich nämlich gesucht. Da haben wir der Schlechter. Das sind wohl legendäre Dolche. Okay, interessant. Auf da oben rumzukrähen. Ich weiß, man könnte jetzt wahrscheinlich da oben hingehen. Irgendwie die ganzen Geier da noch abräumen. Aber wozu? Gibt's da irgendwas? Oder sind da nur Geier? Ich gehe mal raus. Wir machen mal noch einen Cave. Dann habe ich noch einen kleinen Vorrat an schwarzem Blut. Und dann geht's zurück mit der Beute. So, dann gehen wir mal den Weg hier weiter nach oben. Ich denke, wenn ich den Weg hier nach oben gehe, dann sollten wir auf dem Weg hier auf weitere Caves stoßen. Zum Beispiel hier oben. Das sieht doch schon sehr cavig aus. Na, sag ich doch. Oh, das ist ja ein Miniboss. Leute? Kommt ihr? Nee. Ah, die kommen nicht über die Klippe. Scheiße. Na was, bis hier hinten? Jeez. So ein Arsch. So, zur Not geht. Ja, jetzt kommst du, oder? Das ist ja super. Hast ja ein super Timing ausgesucht, Mann. Digga. Diese Leute. Gibt kein schwarzes Blut, gibt nur Pfeile. Okay. Weird. Weiter geht die wilde Reise durch die
Höhlen der Geierfledermäuse. Erstmal ein Festmahl konsumieren. Gibt ja auch Heilung. Denn meine Heiltränke werden langsam weniger. Ach, hier ist der Totenkopfboss. Der sah aus wie die anderen. Diesmal kein Schwarzer, sondern ein normaler. Oh. Der haut ja noch doller zu als die Schwarzen. Aua, ach du Scheiße, wow. Aber der geht auch gut runter. Keine Gefahr für die Follower. Ich kann natürlich mal versuchen, ein bisschen was mit Giftpfeilen zu machen. Aber es wird dann natürlich sehr dunkel. Die einzige Lichtquelle hier unten ist von der Followerin, die nämlich so ein Leuchtschwert hat. Ich sehe gerade, ich kann den gar nicht vergiften. Das ist ja lustig. Du kannst die Dinger nicht vergiften. Ja, gut gemacht. Da habt ihr ihn ordentlich eine geschlagen. Oh, was hat er hier gehabt? Irgendein Schild. Ein legendäres Schild. So, schwarzes Blut hat er. Und da gibt es nochmal schwarzes Blut. Jetzt haben wir 81. Gut. Nice. Ob ich hier rausreiten kann? Oder ist das hier zu steil? Erstmal sind die Follower im Weg. So geht das hier schon mal los. Ach so, gibt es hier auch eine Truhe? Habe ich jetzt einen Skelettschlüssel bekommen? Nee, habe ich nicht. Ich habe nur den Dietrich, den ich aus der letzten Folge noch habe. Da können wir gleich nochmal irgendwas aufmachen auf dem Rückweg. Aber von dem Boss hier habe ich jetzt keinen neuen bekommen. Wir können auf dem Rückweg Dina und Freya töten für die Herzen von dem Nordheimer. Dann haben wir gleich zwei. Wo ist denn Freyas Hütte nochmal? Die hatte ich doch schon, huch, die hatte ich doch schon aufgedeckt. Die war hier unten. Na, ist doch super. Ach, da oben ist er ja. Sieht man ja sogar von hier. Ey du, aus dem Weg. Gib mir dein Herz. Bin hier, um dein Herz zu erobern. Shit. Oh, ich habe sie noch gelootet. Herz eines Nordheimers. Ey, lass das Pferd in Ruhe. What the fuck? Ey. Verdammt nochmal. Boah, die haben das fast gekillt. Ja, runter mit euch. Das kann sich gar nicht mehr heilen, oder? Es hat nichts mehr zum Heilen. Ah, deswegen. Was brauchst du denn? Können wir hier mal irgendwie schnell... Hier sind auch null Sträucher. Ah doch, da sind Sträuche. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Der hat sich ja gut versteckt. So, nimm mal das. Ach, das will's gar nicht haben. Das? Auch nicht so richtig. Ich hätte jetzt gedacht, mit Pflanzenfasern kann man das Pferd heilen. Aber nope. Oh, und hier gibt's Samen raus. Okay, Pferd. Jetzt hast du aber wirklich eine reichhaltige Auswahl an Nahrungsmitteln. Die Beeren, die funktionieren auch. Und Rinde. Und das hier wollt's nicht haben. Huh? Ach, nein! Oh mein Gott. Was ist denn das hier? Hier ist alles feindlich. Alles will einen hier nur töten. So, hallo, ich bin wieder da. Und noch ein Nordheimer Herz. Alles klar, dann jetzt ab zurück nach Hause. Auf dem Rückweg können wir uns noch die legendäre Kiste holen von dem Tiger. Also ohne den jetzt zu töten, sondern einfach nur die Kiste schnappen. Denn den Skelettschlüssel von gestern habe ich ja immer noch. Oh.
Ja, kümmert euch da mal drum. Frostschuss. Ein Bogen, der selbst die robusteste Rüstung zu durchdringen scheint. Alles klar, guter Bogen. Hallo, Nachbarn. Kommt doch mal mit zu mir. Dann können wir uns gleich euer Loot angucken, wenn ihr in meine Wachen reinrennt. Was haltet ihr davon? Das ist auch ein guter Plan, oder? Tja, so kann es euch ja gehen. Was haben wir hier? Stopptornister, da ist drin. Ah, Karte von einem toten Zauberer. Spezialisten-Munition? Haben wir das von irgendeinem der Geier bekommen? Einfach mal lernen. Das ist nichts. Die Kiste, die mache ich natürlich auf. Nur Pflanzenfasern und Äste. Und die hat noch einen Ziegel mitgebracht. Und Eier, warum nicht? Okay, ich lege kurz mal die ganzen Sachen weg, die wir jetzt bekommen haben, außer die Herzen. Und dann machen wir uns auf zur Höhle, um die mal zu besuchen und das einzutauschen. Ah, ich brauche unbedingt neue Tränke. Jetzt nur noch die letzten 10. Starten wir davon mal ein paar an. Ich glaube, ich habe sogar noch vom Battle Pass her eine Herausforderung, ein Heilmittel herzustellen oder sowas. Ja. Heilobjekt. Können wir gleich mal die neuen freischalten, weil vielleicht ist ja irgendwas dabei, was sich jetzt auf dem Weg easy oder automatisch machen lässt. Rüstungsteil herstellen, Piraten der schwarzen Hand besiegen. Wahrscheinlich eher nicht. Bevor ich es vergesse, wir brauchen noch Hexenfeuerpulver. Das macht man mit Schwefel und leuchtender Essenz. Die habe ich nie weggeschmissen, die leuchtende Essenz, glaube ich. Die habe ich mir immer hier aufgehoben. Schauen wir mal, wie viel wir da rausbekommen. Kann 64 herstellen. Ist das 1 zu 1 oder ist das Verhältnis anders? Es ist echt 1 zu 1. Oha, okay. Dann brauchen wir jetzt noch 36 mehr. Leuchtende Essenz kann man auch herstellen aus Aloeblättern und Leuchtschleim. Oh, gut, dass ich Leuchtschleim geholt habe. Und Aloeblätter haben wir hier sogar auch noch. Und draußen am Pflanztrog müsste auch einiges noch fertig sein. Na, es passt doch alles perfekt zusammen. Hier, geht da mal weg. Und dann brauche ich noch 36 davon. Wenn das alles durch ist, können wir nochmal neues Hexenfeuerpulver craften. Und das sollte dann die 100 ergeben. Und dann können wir hier das letzte Upgrade am Taumaturgietisch machen. Und in der Zwischenzeit würde ich mich in die Höhle begeben. Aber da es jetzt Nacht wird und da es eine Höhle ist, reparieren wir erstmal die Fackel, würde ich sagen. Gib mir mal ein bisschen Leuchtschleim zurück, vielleicht zu 100. Und dann nehme ich einfach was mit zum Reparieren. Hier vielleicht noch ein paar Knochen. Sehe die einmal. Okay, 2 Nordheimer Herzen habe ich. Dann nehme ich hier noch das Herz von meinem Helden raus. Und noch ein weiteres Nordheimer Herz. Dann haben wir alles und können uns auf den Weg machen. Wir teleportieren einfach runter. Muss nur mein Pferd wieder sagen, dass es mir folgen soll. Das hatte ich nämlich hier hingestellt. So, wir teleportieren zum Schlundloch. Das ist zwar alles trotzdem sehr weit weg, aber ja, was willst du machen? Leider sind im Anfängergebiet da unten, wo wir hin müssen, überhaupt keine Obelisken in der Nähe. Vielleicht auch einen Grund, dort mal einen kleinen Teleporter hinzustellen. Sobald wir das können. Schon krass, wie lange wir hier nicht mehr waren, im Anfängergebiet, am Noob River, wie er so schön heißt. So, wo bin ich denn? Bin jetzt einfach querfeld eingelaufen. Ich glaube, die Höhle ist irgendwo hier in dem Bereich. Also, bin gar nicht mal so falsch. Oh, ist es das hier?
Kann ich von außen nicht sagen. Ey, diese ganzen... Diese ganzen Imps hier. Ich habe sogar einen Battle Pass Herausforderung für die. Vor allem Teufel besiegen. Was ist denn an denen Teufel? Ein Teufel werde ich tun. Aber hier sind wir richtig. Hanumans Grotte. Na gut, dann kriege ich ja meine Herausforderung voll hier. Muss hier gar nichts machen extra. So. Rein hier. Oh, hier gibt es viel Kristalle. Kann ja ein bisschen was mitnehmen auf dem Rückweg. Aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ey, du. Lustiger Helm. So, wie er aussieht. Wo sind meine Follower? Die sind irgendwie weg. Die haben sich entschieden. Nee, wir wollen da nicht rein. Da ist eine. Wo ist der Berserker? Ist wahrscheinlich draußen kacken. So. Na, das sieht ja fancy aus hier. Krass. So, einmal rüber. Und dann steht hier Balis der Treue. Ja, der Berserker scheint irgendwie da hinten zu sein. Oder es ist das Pferd. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Jedenfalls ist ja irgendwie hängen geblieben. Und das meine ich nicht geistig, sondern tatsächlich physikalisch hängen geblieben. Ja, die Tänzerin, die macht gut Schaden schon. So, looten wir den. Dann kriegen wir hier noch so ein anderes lustiges Herz, was wir auch eintauschen können. Herz des Helden hat sogar noch eine Viertelstunde Zeit. Okay, dann tauschen wir hier ein. Opfer wurde akzeptiert. Und wir haben einen Silberrücken-Gorilla bekommen. Nochmal? Diesmal haben wir nur diesen Trank bekommen? Nochmal nur diesen Trank bekommen? Und das war's. Okay, immerhin haben wir einen Silberrücken-Gorilla. Den packe ich aber erst zu Hause aus. Na gut, kann man den hier noch ernten? Es hat nur menschlicher Loot. Was gibt's hier? Nur eine Notiz. Okay. Ja, die Kristallvorräte mal aufstocken bei uns. Hier gibt's ja also wirklich ein Überangebot an Kristall. So, das reicht. So viel kann ich bis zum Ende der Serie überhaupt nicht benutzen. Was habe ich denn hier gerade gesehen? Oh, hier kann man ja noch runtertauchen und hier gibt es Leuchtschleim, wie es aussieht. Das ist ja abgefahren. Ah, es ist wieder hell. So lange waren wir jetzt in der Höhle. So, dann gebe ich mal hier meine Herausforderung ab. Und dann gibt es noch Beutetiere besiegen. Ah, mache ich jetzt aber nicht extra. Wenn wir an welchen vorbeirennen, dann okay, aber... Ich jage jetzt hier keine Tiere hinterher, sondern begib mich auf direktem Wege nach Hause. Oh, eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. 7. 8. Zählen die Babys auch? Nee. Achso, ist gar nicht tot. 9 durch Follower. Und 10. Ehre. 11. Oh, ist das einer von denen, die sich so lohnen? Ja, das ist es auf jeden Fall. Einer der guten Minibosse bei den Steinnasen. Den muss ich unbedingt erledigen. Gibt ja auch schön XP für die Follower. Können gleich ein bisschen leveln an den Steinnasen hier. Ist doch eine runde Sache. Wenn ich den hier auseinanderhacke, da ist da wieder alles drin, was man sich wünscht. Jau. Oh mein Gott. Bin komplett überladen. Hier, Tanzfrau, nimm mal die ganzen Kristalle.
12. So, dann gib mir mal das. Und dann packen wir den hier mal aus. Einfach ein riesiger Gorilla. Aber du willst jetzt nicht hier im Haus stehen bleiben. Da kommst du nämlich nie wieder raus. Das verspreche ich dir. Stellen wir den noch mal hier hin. Was kann der so von den Werten her? Er hat auf jeden Fall 2 Reihen. Das ist schon mal gut. 800 Lebenspunkte. Naja. Eigentlich nicht so geil. Und ja, müsste man jetzt leveln. Weiß nicht, vielleicht mache ich das sogar. Könnt ihr mal eure Erfahrung teilen, falls ihr damit schon mal gespielt habt, ob sich das lohnt oder eher nicht. Die Tränke, die wir hier bekommen haben aus der Höhle, wenn ich mich noch richtig erinnere, ist das, erhöhen die einfach ein Attribut oder einen Wert auf Zufallsbasis. Brauche ich jetzt eigentlich nicht. Lass uns mal gucken, ob wir noch mehr Hexenfeuerpulver machen können. Ja, ich könnte hier 61 herstellen, aber ich brauche ja nur 36. So, das müsste gleich fertig sein. Dann räume ich jetzt hier ein bisschen Inventar auf und dann machen wir mit dem Upgrade weiter. So, ganz genau 100 Hexenfeuerpulver, schwarzes Blut habe ich auch im Inventar. Dann gehen wir jetzt hier rüber zum Taumaturgietisch und machen unser letztes Upgrade. Jo, und das war der Transportstein. Jetzt schaue ich mal, was man denn braucht, um den zu bauen. Werkstätten, Zauberei, Transportstein. Wir brauchen 100 Silberbarren. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall einen Zweck für Silber. Hatte ich ja bisher auch noch nicht so richtig. 200 Ziegel, 100 alchemistische Grundsubstanz. Das ist okay, 3 Fackeln, auch kein Problem. Schauen wir mal wegen dem Silber. Ist auf jeden Fall dann nicht ganz so billig, das zu machen. Hier hatte ich Gold und Silber. Gerade mal 34 Silberbarren, aber ich habe jede Menge Silberstein, ich habe ein bisschen Silberstaub und ich hätte auch Silbermünzen, die man, glaube ich, auch irgendwie zu Silberbarren machen kann. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, wie. Lege ich erstmal den Silberstein hier in eine Schmiede rein und guck mal, was damit passiert. Okay, daraus wären 25, 26 Silberbarren. Tja, gut, dann heißt die nächste Aufgabe für die nächste Folge wohl Silber ranschaffen. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, hier unter der Schwarzen Galeone ist ein kleines Vorkommen, aber die große Silbermine ist natürlich irgendwo hier in der Nähe von Sepameru. Da waren wir auch noch nicht. Da können wir uns mal etwas Silber nehmen und dann machen wir hier ein paar von diesen Transportsteinen und bauen noch hier und da auf der Map ein paar kleine Mini-Außenposten. Ich freue mich drauf. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Interesse, die Likes, Kommentare und den ganzen Support. Ihr seid die Besten, lasst es euch jetzt gut gehen und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder.